Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages und heute zum Thema WTI Rohöl. Wichtigen Widerstandsbereich haben wir heute erreicht und wir gucken uns an, wie es jetzt weitergehen könnte. Aber wie immer am Anfang die Risikowarnung. So, ich habe den Chart des aktuellen Futures im Öl. Der aktuelle Future läuft übrigens am 19., ich muss mal gucken, der 19. Oktober, genau. Also Montag in 1, 2, 3 Wochen, da läuft der aktuelle Future aus für den November und wir schauen uns gleich mal an, inwieweit das auch für uns dann hilfreich sein könnte. Denn die Futures, die laufen normalerweise so zu solchen Zeitpunkten aus, wo man dann weiß, also an bestimmten Widerständen Unterstützung oder auch Retest-Bereichen. Und das hilft immer sehr, sehr gut weiter, dass man dann beispielsweise in die eine oder andere Richtung dann aus- oder einsteigen kann in den Future. Liegt natürlich dann am Herdentrang bzw. an dem Massenphänomen, wenn dann jeder weiß, dass der Future an dem und dem Tag ausläuft, dann positionieren sich die Trader und die investierten natürlich so, dass es auch zu diesem Zeitpunkt dann passt. Und deswegen erreicht man genau an solchen Zeitpunkten dann immer die entsprechend wichtigen Kurslevel. Ich habe mir mal den Wochenchart ausgewählt, damit deutlich wird, welches Kurspotenzial hier in möglichen Long Setups im WTI Rohöl vorhanden ist, gerade momentan. Rein charttechnisch betrachtet, ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir hatten hier eine langjährige Seitwärtsrange range von 2010 bis ca. 2014 bzw. Ende Oktober 2014. Dann kam es zu diesem riesigen Ausbruch, der nun wirklich sehr, sehr lang und sehr, sehr dynamisch verlief. Um die 44 Dollar ist er hier, oder um die 40 Dollar ist er hier in die Tiefe gefallen. Sehr, sehr heftige Kursreaktion. Was hat er jetzt gemacht? Er hat hier eine Unterstützungszone bzw. einen doppelten Boden gebildet, der im oder Ende Juli, Anfang August hier gebrochen wurde. Der Retest gelang aber nicht, ja, er glückte nicht. Der Kurs konnte wieder oberhalb dieses Supports schließen, konnte sich hier stabilisieren, macht er auch momentan. Und dementsprechend haben wir es hier eigentlich mit einem klassischen Fehlerausbruch zu tun, was eine starke bullische Gegenreaktion auslösen sollte. Die Fibonacci-Retracements, die wir hier sehen, die überschneiden sich sehr, sehr gut mit den horizontalen ehemaligen Widerstands- bzw. Unterstützungslevels. Hier beispielsweise die Region um die 54-Dollar-Marke. Hier hatten wir die Oberseite dieser kleinen Sideways-Range bzw. dieser Double-Bottom-Formation. Kommt auch der Wochen-34er EMA so langsam aber sicher herunter. Die nächste Stufe wären dann natürlich die bisherigen Hochs aus dem, was war das hier, April bis Juni, ja genau, April bis zum letzten Drittel des Junis. Hier kommt dann noch so ungefähr der Weekly 50er, 55er EMA herauf und dieser Widerstand sollte natürlich dann dynamisch gebrochen werden und das Ganze zieht sich dann hier so weiter. Ich denke mal, wir werden nicht mehr dieses Jahr, also mit so einem heftigen Anstieg rechne ich nicht, aber im Laufe des nächsten Jahres werden wir sicherlich die 80-Dollar-Marke erreichen, möglicherweise hier die 80-50 und diese Seitwärts-Range dann wieder testen. Ich glaube nicht, dass wir auf langfristige Sicht jetzt erst einmal Kurse wieder oberhalb dieser 80, 81-Dollar-Marke sehen werden. Also ich glaube, von 100 Dollar und mehr können die betroffenen ölfördernden Staaten jetzt lange Zeit erst einmal träumen. Ich glaube, da wissen die etwaigen Organe entgegenzuwirken. Und dementsprechend rechne ich jetzt erst einmal vollends mit einer weiteren bullischen Reaktion. Schauen wir uns das Ganze im Daily Chart an. Hier haben wir eine Art Wimpelformation oder Dreiecksformation, wie auch immer man das bezeichnen möchte, begrenzt durch diese absteigenden Trendlinien bzw. durch den Daily 50er, 55er EMA, der hier aber natürlich nicht mehr ganz so gut greift. Dementsprechend orientiere ich mich jetzt hier an den diagonalen Trendlinien, die wir hier eingezeichnet haben. Wir sehen momentan, er hat heute sehr, sehr dynamisch dieses Hoch erreicht. Damit war zu rechnen, das haben wir auch im Webinar bereits besprochen, beziehungsweise im Live-Chat ist auch gleichzeitig der heutige Daily R3. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie die Reise hier weitergehen könnte. Ist das jetzt schon der Ausbruch, den wir hier erwarten, oder ist er es eben noch nicht? Und da müssen wir mal zurückschauen auf gestern, auf die ADP-Zahlen, die waren ja sehr, sehr überzeugend. Und sollten morgen die NFP-Zahlen ebenso gut ausfallen, dann denke ich, werden wir es mit einer weiteren Korrekturbewegung sehen. Dementsprechend auch in allen US-Dollar-Paaren noch keine Entscheidung.
Weder im Euro-US-Dollar, weder im British Pfund, weder im Kiwi, weder im Aussie. Aber in diesen beiden Paaren, zum Beispiel Kiwi-Aussie, erwarte ich mir eigentlich auch eine kleine Gegenreaktion noch einmal, bevor der große Ausbruch kommt. Also das passt eigentlich fundamental und vom fundamentalen charttechnischen Standpunkt aus, vom übergeordneten charttechnischen Standpunkt aus gesehen, passt das eigentlich alles ganz gut ins Bild. Falls er morgen ausbricht, der Ölpreis, gut, dann ist es eben so. Dann, oder heute noch ausbricht, dann orientieren wir uns selbstverständlich am Retest-Bereich, also den Ausbruch, der ist mir eigentlich völlig egal. Ich möchte dann den Retest nutzen, um hier in die langfristigen Positionen reinzukommen, beziehungsweise mindestens erst einmal bis zum 19. Oktober natürlich. Das ist ja dann das ist ja dann der Verfallstag dieses WTI-Futures. Ich könnte mir auch gut und gern vorstellen, dass wir zwar auf einen Tagesschlusskurs und Tagesretest dieser Formation warten, aber dass es beispielsweise bis zum 19. Oktober, also bis zum Verfall dieses Futures, zu einer recht ausgedehnten Bewegung kommt, schon aus dieser Wimpelformation raus, und der Retest wird vielleicht sogar auf schneller Basis im H4-Chart erfolgen. Das heißt aber nicht, dass der Retest damit dann schon erledigt wäre. Im Gegenteil, ja, wir haben hier eine Daily-Formation oder eine Formation, die wir im Daily-Chart am sichersten einzeichnen können, beziehungsweise auf der wir im Daily-Chart natürlich auch den entsprechenden Schlusskurs warten und nicht im H4. Deshalb erwarte ich mir dann oder möchte ich für die wirklich langfristige Positionierung dann den Tages-Retest oder den Retest auf Tagesschlusskursbasis sehen. So, und Short-Thematik ist klar, wenn er hier unten durchbricht, wieder Tageswochenschlusskurse unterhalb des Supports bei ca. 44 unterhalb der 43-Dollar-Marke bildet, dann müssen wir das Ganze eben short-traden, mindestens erst einmal bis zum bisherigen Jahrestief, und dann werden wir schauen, wie sich das Ganze weiter gestaltet. Kann ich mir aber momentan überhaupt nicht vorstellen, passt absolut gar nicht ins übergeordnete Bild und deswegen hier eher vollends auf die Long-Thematik spezialisiert, und dementsprechend sollten die Kanadisch-Dollar-Paare natürlich allesamt großflächig korrigieren. Wir fangen mal an. Ein Neuseeland-Dollar-Cut beispielsweise macht zwar jetzt gerade wieder eine Korrektur, logischerweise auf den Daily 50er, 55er EMA zurück und im Zuge der aktuellen Dollarstärke. Nicht Dollarstärke, sondern der aktuellen Ölstärke. Das stärkt natürlich den Kanadisch-Dollar-Schweizer Franken. Den können wir uns mal anschauen. Der hat noch ein bisschen Platz bis zu seinem Widerstand hier oben. Und dementsprechend rechne ich auch damit, dass der Neuseeland-Dollar-Cut heute noch ein wenig bergab fährt, beispielsweise hier im Bereich dieses Supports. Hier liegt auch der heutige Daily S3. Ich glaube, diese momentane Stabilisierung, die wir hier sehen, die ist noch nicht nachhaltig. Ich möchte erstmal hier die Stabilisierung sehen bei ca. 0,84, 0,8440, irgend sowas in der Richtung, beziehungsweise 0,8450. Dieser ganze Supportbereich, den finde ich interessant. Der Daily 50er, 55er EMA heute meiner Meinung nach noch nicht geeignet. Dann sollte natürlich das Öl, wie besprochen, noch einmal korrigieren, beispielsweise dann morgen oder im Verlauf der nächsten Woche. Das sollte den Neuseeland-Dollar-Cut dann zum gewünschten Retest an diese Flagge bringen. Vielleicht in Verbindung mit dem Weekly 50er, 55er EMA müssen wir sehen, ob das Ganze dann passt, aber auf jeden Fall bis zur Flaggenunterkante, die haben wir hier im Blick. Dann natürlich der Short-Gedanke weiter, aber gut, das muss ich jetzt nicht weiter vertiefen. Euro-Kanadisch-Dollar, der kann sich, und jetzt muss ich mal die Pivot-Points rausnehmen, der kann sich momentan ein wenig stabilisieren hier an dieser Flaggenunterseite. Aber auch hier, denke ich, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Wir haben hier den Daily 50er, 55er EMA, den es heute noch zu testen gilt, im Bereich der im Bereich der 1,47er Marke, ob wirklich ein Tagesschlusskurs außerhalb dieses vermeintlichen Trendkanals generiert, werden wir sehen. War natürlich nicht verkehrt, weil wir uns dann an dem entsprechenden Retest orientieren können, um das Ganze weiter short zu traden. Australisch-Dollar-Cut, und auch hier die Pivot Points nochmal raus, der korrigiert jetzt natürlich auch sehr, sehr stark aufgrund der aktuellen Dollarstärke. Werden wir sehen, ob er hier aus dieser vermeintlich bearischen Flagge ausbricht oder sich hier stabilisieren kann und erst einmal weiter in die Erholung fährt. Wir sehen, dass er hier wo muss ich da hin? Im Wochenchart, genau, wir nehmen mal hier das Fibonacci-Retracement raus. Sehen wir es sehr, sehr gut. Wir hatten hier einen Ausbruch aus dieser vermeintlichen Wimpel- oder Dreiecksformation, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und der aktuelle Retest, der könnte noch ein Stück, ja, bis zum Weekly 50er, 55er EMA oder beziehungsweise bis zu dem Monats-10er EMA, den wir hier sehen. Ja, auf Monatsbasis sehen wir zwar auch den Ausbruch, aber eben diese ganzen Spikes, die wir hier sehen, waren eben alles bloß Spikes, und der eigentliche Retest auf Monatsbasis, der steht noch aus. Also hier erwarte ich mir auch nochmal einen Anstieg bis ca. 0,95 entsprechend, oder vielleicht in Kombination mit diesem Trendkanal, den wir hier sehen.
Und vorletzte Sache, British Pfund, Kanadisch Dollar, der korrigiert momentan auch gerade sehr stark. Erwarte ich mir aber auch, dass heute spätestens an dem, und was ist das hier für ein Pivot Point, damit wir es besser erkennen, circa der heutige Daily S2, dort sollte er dann knapp drüber vielleicht sich erholen können und dann erst einmal wieder in Richtung der 2050er Marke laufen, um dann sich auf die großflächige Korrektur vorzubereiten. Und zu guter Letzt der US-Dollar gegen den Kanadisch-Dollar. Auch hier die Pivot Points erst einmal raus. Hier sehen wir momentan den Ausbruch oder den gewünschten Ausbruch aus diesem unter diese Trendlinie bzw. aus diesem steilen Trendkanal hin zum Daily 50er, 55er EMA. Auch hier erwarte ich mir erst einmal nochmal Stabilisierung, dann der Retest an den Trendkanal, nochmal zu den bisherigen Jahreshochs und in dem Bereich der 1,34 bzw. zum 61,8er Retracement dieser gesamten Abwärtsbewegung, die wir hier seit dem Jahre 2002 sehen, um sich dann entsprechend auf die wirklich große Korrektur vorzubereiten. Bis wohin diese gelangt, das werden wir sehen. Ich habe ja ein sehr, sehr spezielles Kursziel hier im Auge. Das wäre hier ungefähr der Retest dieser abwärts gerichteten Trendlinien. Klingt jetzt alles noch völlig utopisch, aber sind wir mal ehrlich, wenn das Öl wirklich wieder im Laufe der nächsten Monate bis zur 80-Dollar-Marke steigen sollte, dann ist das hier ein Klacks, dass der US-Dollar-Cut sich bis in diesen Bereich einfinden kann. Gut, das war's für das Öl. Nochmal der Blick als letztes darauf. Ich wünsche noch einen angenehmen Trading-Tag. Viel Erfolg morgen bei den NFP. Wir hören uns natürlich morgen früh wieder. Bis dahin. Tschüss.